Mein RTL, meins ist das jetzt. Ich übernehme den ganzen Scheiß hier. Mein RTL. Mein lieben Schlingel, es geht wieder weiter bei Jackson Fidgets und wir beginnen mit einmal am Rad zu drehen und kriegen gleich ein paar Pilze. Nice. Den nehme ich gerne mit. Wir bekämpfen ihn hier. Oh, es ist wieder derselbe. Ich glaube, wir haben gestern verloren. Ich habe gesehen, gestern Abend, dass nicht viele angemeldet waren, leider. Und da unser Höster nicht dabei war. Ja, Sasakoran, ich musste noch gut. Aber es war nicht mal der Endgegner. Nee. So leider noch nicht. Aber gut, ist halt so. Entschuldigung, meine Stimme möchte mich gerade ein wenig ärgern. So, hinfort, getrunken. So, ich habe jetzt schon mehr Treibzeit Uhr dann als das ganze Event lang. So, Ofenladen. Nein. Dann werden wir kurz das Messklein ändern und werden ihn hier angreifen. Mal sehen, ob das was wird. Bis jetzt sieht es ja gar nicht mehr so schlecht aus. Sehr schön. Das ist unsere Aufgabe. Dreimal Pets füttern, das dürften wir hoffentlich hinkriegen. Hoffentlich. Zum Vorfüttern haben wir leider noch nichts. 120 Wasser, ja, da, danke. Danke. Nee. Dann versuchen wir. Krokodil wollte die ganze nicht, die ganze Zeit nicht. Und ich glaube, bei Rangetang sah es auch recht dürftig aus. Oh, das ist ein Geschickgegner. Okay, das erklärt einiges. Achso, nein, stopp. Maske wechseln. Ins Dämonenportal. Sehr schön. Neuen Portalbonus abgesnackt. So muss es sein. Mal schauen, ob wir damit jetzt bei Bronco ein bisschen was ausrichten können. Das Schöne ist, sobald ich so langsam rangetastet bin an den Stand, den er hat, darf er wieder treffen. Jawohl. Und, ich dachte, er haut gleich weg. Halt jetzt. Naja, gesamt gesehen war der Versuch gar nicht mal so schlecht. Dann versuchen wir mal, uns hier schnell durchzuklicken. Denn heute ist wieder das gleiche Eiligverfahren am Start. Ja, sieht ganz gut aus. Wie gesagt, hier müssen wir uns natürlich mit der Gilde erst nach und nach die Boni so richtig erarbeiten. Aktuell ist es leider noch nicht so das Gelbe vom Ei. Aber ihr dürft gewiss sein, wir geben unser Bestes. Aber solange das noch nicht erreicht ist, müssen wir halt noch ein bisschen mit schlechteren Boni leben und müssen halt versuchen, hier mit den Quests irgendwie, ja, alle nicht so geil. Aber die längste ist tatsächlich die geilste. Ja. Oh, Nation, eigentlich wieder die ganze Zeit im Haus. Das glaube ich, eine Tastatur viel schneller und leichter. Da. Jawohl. Das sieht nicht verkehrt aus. Ah, sehr schön. Sehr, sehr schön. Wieder 2 Jahre rum. Auto muss schon wieder zum TÜV. Unglaublich. Muss ich heute nicht auch mich noch drum kümmern. Da muss ich doch in die Werkstatt. Kriege dann gleichzeitig Inspektionen gemacht. Deswegen habe ich heute ein bisschen Zeitdruck. Weil ich wollte es vorher auch nochmal sauber machen. Geht ja leider auch nicht von jetzt auf gleich. Schlimm sowas. Achso, muss erst Papier trinken. So. Ja, das ist hier noch am besten. Bin mal gespannt, was der Spaß wieder kostet. Aber wer mobil sein will, der muss auch bezahlen, wie wir leider in den letzten Monaten und Jahren zu spüren bekommen haben. Da. So. Naja, die Quests sind halt eher so medium. Das ist schon in Ordnung. Irgendwie. Da seid ihr ja. So. So.
Ja, nee, da ist die hier besser. 23, das sieht sehr gut aus. Das hier. Ei, das wollte ich jetzt gerade. Ich. Ach, na egal. Da habe ich da eben tatsächlich die falsche Quest angeklickt. Unglaublich. So. 10,49. Ist zwar eigentlich besser, aber ich nehme trotzdem die kürzere. Um ein wenig Alu zu sparen. Da ich mich ja eben so grob hart verklickt habe. Ja, die sind alle ziemlich flat. Ja, die ist sogar ein bisschen besser. So. Mal sehen, wann wir die Level 200 Bremse erreichen. Wenn wir das Level 200 erreichen, so rum ist richtig. Weiß gar nicht mal, wie das mit den Levelbremsen so ist, ob es wirklich noch so schlimm ist wie früher. Mich haben sie tatsächlich nie interessiert, weil ich habe halt ein paar weiter gequestet und hab die Dungeons geklatscht und ja, da war mir eigentlich Levelbremse relativ egal. Aber ob das heute ein bisschen besser geworden ist, ich weiß es nicht mal. Die ist gut. Die ist auch gut. Schön, dass du wieder da bist. Aber das werde ich jetzt hier nach und nach wieder erfahren, wie schlimm es wird. Aber momentan sind wir eigentlich auf einem recht guten Weg. Klar, auf Erfahrungspunkte gespielt und so, dann kann man natürlich deutlich, deutlich mehr machen und wäre leveltechnisch jetzt schon viel, viel weiter oben und... Oh, ich habe vergessen, was in die Toilette zu werfen. Eieieiei. Aber ich bin ja bekanntermaßen Goldspieler und dabei, ja, levelt es halt nicht so hart schnell, aber doch, ich bin schon recht zufrieden mit dem Levelfortschritt. Dafür, dass ich erst ein paar Tage spiele quasi. So, hinfort. Ich weiß, sind 2 Monate. Ein bisschen mehr wie 2 Monate. Ist okay. Das sind 2 Monate. Das ist dennoch okay. Die Aussage bleibt dieselbe. So, was haben wir jetzt hier? Durst haben wir. Okay. Dann wollen wir was gegen den Durst tun. Mein Gott. Gib dem Mann ein Bier. Er hat Durst. So. Alle nicht so geil. Aber in Zweifel immer die kürzeste. Ist ja nichts Neues. Naja, okay. Das ist das Ende. Na gut. Können wir dann hier schon... Ah, ja, sehr schön. Da gab es wenigstens ein bisschen was. Ich bin wirklich positiv überrascht, wie gut die Pets doch weitergehen. Also, wenn ich überlege, wie lange ich da bei meinen alten Servern gehangen habe für die Pets. Und jetzt knall ich da relativ schnell durch. Das ist doch... Wow. Oder das ist vielleicht verzerrte Wahrnehmung, man weiß es nicht. Vielleicht habe ich in Wahrheit für die alten Server auch nicht viel länger gebraucht, aber weil es neu war, kam es einem länger vor oder so. Ich weiß es doch nicht. Ich weiß es auch nicht. So gut, ich klicke mich hier noch ein bisschen weiter durch. Wir sehen uns gleich wieder. Weiter geht's, wir beschließen diesen Tag. 4 von 10 Kämpfen, naja. Es ist in Ordnung, es ist in Ordnung. Da ich ja 6 Mal gekämpft habe und 2 Niederlagen erleiden musste, ist es vollkommen legitim. Und hier haben wir den nächsten Sieg, das ist auch gut. So, den Zell. Oh, kann ich zerlegen. Klasse, dann verkaufe ihn halt einfach. Denn Cash ist Cash. 1460, 1450. Das heißt, hier können wir auch auf 1460 gehen. 3. Zack. Sehr schön. Machen wir noch. Ach ja, komm hier. Ich will endlich mal stark werden. Ja, nicht wie die ganze Zeit hier so halblappentechnisch draufhauen. Das wäre blöd. So, hier haben wir mehr als genug, also gehen wir auf Wasser gegen Wasser, aber 112, ja, das war mir schon fast klar, da war nicht viel zu holen, das macht aber nichts. Wir gehen wieder auf Bronco los. Mal sehen, ob wir Bronco irgendwie wirklich ernsthaft schaden, Entschuldigung, gegen das Mikro gehauen, weil ich eine Fliege verjagen wollte, ob wir Bronco wirklich ernsthaften Schaden zufügen können. Aber momentan sieht es eher so aus, als würden wir nicht mehr zur Hälfte kommen. Nur noch zur Information, diese Katze kann theoretisch ausweichen. Und das tut sie jetzt nur, weil ich jetzt erwähne. Das finde ich auch sehr nett. Genau deswegen. Und der nächste Server ist fertig, höre ich im Hintergrund. Sehr schön.
So, Gegner wechseln. Da ist nichts zu holen. Schade. Bei der Gilde. Das Problem ist. Ja, ein Tag inaktiv, ein Tag inaktiv. Man hat ja gesehen, ich kann nicht wirklich viel ausrichten aktuell gegen den Raid-Gegner. Also warten wir lieber noch ein bisschen, mal schauen, ob die anderen noch mal ein bisschen öfter oder häufiger online kommen. Gut, damit schauen wir in die Ehrenhalle. Ich wende den Tag auf Rang 544. Geht. Geht. Die Gilde auf Rang 11. Geht noch besser. Die Festung auf Rang 459, das ist eigentlich vollkommen in Ordnung. Die zwei hier oben, es ist natürlich schon ein heftiger Ehrenunterschied, muss man sagen, zu beiden. Aber Respekt an euch, läuft. Die Pets auf Rang 353, das ist auch eigentlich super. Damit bin ich gar nicht mal weit unten, das geht eigentlich. Und die zwei, die über mir sind, sind die beiden, die schon länger aktiv sind. Das heißt, da bin ich gut dabei für den neuen Anfang. Ja, damit war es das auch schon wieder für heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und grüßt eure Eltern, besonders Vater und Mutter. Und wenn ihr niemanden seht, dann braucht ihr nichts zu sagen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, adios.